Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing. Ich habe ein neues Handy. Also ich habe erstmal zwei Sachen. Also gut, ich weiß nicht, ob ich Odin was shoppen jetzt mache oder und das einfach nur zeige. Ich denke mal schon. Von Vodafone. Ich habe meinen Vertrag verlängert. Und dann habe ich mir hier noch Panzerglas geholt. Ist aber eigentlich auf meinem Handy auch schon drauf. Habe auch noch ein anderes bestellt, weil das falsche ist. Weil das ist mit dem Xiaomi, mit den neuen Modellen, das ist so verwirrend, welches Modell in global rauskommt, welches in China rauskommt. Der 13er ist das beste Beispiel. Ja? Es gibt das 13. Es gibt das 13 Pro. Es gibt das 13T. Es gibt das 13T Pro. Es gibt das 13 Ultra. 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro. Gibt es auch ein 13T Pro Ultra? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, 5 oder, also da, du siehst ja nicht mehr durch. Und ich habe mir das, also ich habe das 13T Pro, ja, habe mir das Panzerglas aber geholt für 13T. Ich dachte, oder nee, 13 Pro. 13 Pro habe ich geholt. Ich habe gedacht, T vergessen. Oder mir sind auch so am Anfang gar nicht aufgefallen. Ist aber falsch, weil das 13 Pro ist kleiner als das 13T Pro. Ein bisschen was, ja? Es ist total verwirrend. Total verwirrend. Aber naja, was macht man hier alles? Der dicke Kater ist auch gerade gekommen wieder. Ja, die ganze Zeit schnarcht er. Ja. Dann würde ich sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht und packen das mal aus. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht und wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Der dicke Kater macht sich hier gerade ein bisschen dick. Ihr seht ihn hier gerade wieder. Jetzt kommt er wieder Schmusi machen hier. So, müssen wir jetzt mal aufmachen. So, Name steht drauf, muss man gleich alles wegpacken. SIM müsste eigentlich genau da passen, von meinem 11T Pro. Also ich kann es euch ganz genau sagen, ich habe das Xiaomi 13T Pro mit 512 GB in Black. Du möchtest dein Gerät zur Reparatur einschicken, es für... schenken oder über Retrade verkaufen oder deinen Vertrag widerrufen, dann entferne SIM, eSIM-Profil vollständig von deinem... Ach nee, hat nur eSIM? Nee, dürfte nicht nur eSIM haben. Ja, werden wir ja sehen. So, dann haben wir hier die Verpackung. Und hier haben wir dann nochmal von Vodafone einen Zettel. Steht hier irgendwas Wichtiges drauf? So schützt du dein neues Smartphone. Beschädigung, Brand, Diebstahl, Smartphone, Tablet, Versicherung für 7,99 oder 9,99 pro Monat. Ja, dann haben sie hier noch Werbung drin gemacht. So, Karton ist leer. Ja, dann haben wir hier halt schon ein bisschen abgegangen. Wir sind auch noch im automatischen, ja, genau. Muss ja jetzt immer hier kontrollieren, damit wir auch wirklich beim Automatik, im Automatikmodus sind und nicht manuell. So, und hier haben wir dann das Xiaomi 13T Pro. Leica. Ja, das ist mit Leica zusammen. Hier haben wir dann auch noch ein Siegel, ist alles drauf. Ja, seht ihr ja. Das müssen wir jetzt erstmal aufmachen. Warum ich jetzt gerade mich dafür... Zum Glück habe ich das gesehen, weil da, wo ich meinen Vertrag verlängert hatte, der Kundenbetreuer hat ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich hätte 29,99 jetzt nur noch bezahlt für mein Handy. Für meinen Vertrag, aber ohne Handy. Muss aber 20 Euro Strafe zahlen, weil ich kein Handy habe.
Also wäre ich bei 49 Euro. Totaler Quatsch. Und der Kundenbetreuer, den ich jetzt dran hatte, der hat das super gelöst. Der hat mir da geholfen. Und ich habe auch für meine Tochter gleich den Vertrag umgeändert. Die hat jetzt eine Family-Karte und so. Und ich habe jetzt das. Und weil hier haben sie nämlich eine Aktion gerade. Also wenn ihr das seht, müsste die Aktion noch sein, wenn ich rechtzeitig bin. Wenn ihr bis zum 16.09., nee, 10., ein Xiaomi 13T oder 13T Pro kauft, müsst ihr die Rechnung und alles, was ihr davon habt und E-Mail-Nummer und so zu Xiaomi schicken und dann könnt ihr für ein Tablet im Wert von 199,99 gratis bekommen. Das will ich natürlich haben, weil warum nicht, wenn es gratis ist? Und dann hätten wir das für die Schule, für die Kleine, also die Große. Ich sage immer noch Kleine, aber ist ja die Große. So. Ich packe jetzt erstmal hier alles aus. Ich muss dann auch nachher dann halt natürlich noch Backup wiederherstellen, also von meinem 11T Pro zum 13T Pro. Ja, also kann ich hier noch nicht alles zeigen. So, wir haben auch hier wieder ein Original. Ach Mensch. Stromkabel mit Rot, das seht ihr jetzt schlecht. Also da. Und auch beim USB ist rot, USB-C. Brauche ich jetzt nicht. Ich habe ja noch meinen vom Xiaomi 11T Pro. Und auch da war ja ein 120 Watt Netzteil mit bei. Das ist wirklich so. Ihr müsst dann Schnellladen im Handy anschalten. Wenn ihr es nicht schaltet, es ist total kurios. Es klingt jetzt blöde, aber es ist wirklich so. Wir haben ein 120 Watt Netzteil mit bei. Wenn ihr die Schnellladefunktion nicht anschaltet im Handy, ladet es trotzdem schnell mit ordentlicher Geschwindigkeit und ihr kriegt von 0 bis komplett voll, also 0, also ihr kriegt es nicht mal mehr an. Innerhalb von 25 Minuten ist es von 0 auf komplett 100%. Schaltet ihr, habt ihr aber die Schnellladefunktion im Handy eingeschalten, ja, dann schafft das in 5 Minuten schneller, in 20 Minuten. Ja. Auch ist es 100 Watt laden ist möglich, auch mit den normalen ist, also mit den älteren ist alles möglich. Ja. Also ihr müsst nicht das neue nehmen. So, und hier haben wir dann praktisch, die SIM-Nadel haben wir jetzt hier. Und wir haben auch hier die Anleitung, was wir ja nicht brauchen. Da wird auch wieder viel Bloatware drauf sein. Ein gratis Case ist jetzt nicht die Welt, aber schön, dass es mit bei ist. Ich habe auch schon ein neues Case bestellt, so wie bei meinem 11, so Militär-Style heißt das. Das ist dann halt mit Puffern links, rechts, oben, unten und dann halt mit Magneten und dann kann man auch umklappen, dass es so steht. Ja, in schwarz und die Kamera kommt ein Stück raus. Hier habe ich noch nichts gefunden wie eine Kamera. Weil das, was vom 13 ist, zeige ich euch gleich, passt hier nicht. Obwohl, wir können das ja erstmal noch hier drinnen lassen. Das brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. Also, ich weiß nicht, Xiaomi, total verwirrend. Total verwirrend. Also, das. Und früher war das mit der Bloatware ja okay. Und auch mit dem Werbung. Das mache ich auch noch im Video, denn wie man die Werbung blockt beim Xiaomi. Und da müsste ja schon Android 13 drauf sein. Weil das ist ein bisschen anders jetzt und dann einzeln und das zeige ich euch dann alles. Das war ja früher alles okay, dass hier viel Bloatware drauf war und mit Werbung, man konnte die abschalten. Aber in der heutigen Zeit, die haben eine Kooperation mit Leica. Man zahlt viel Geld, also ich habe ja jetzt mit Vertrag, aber sonst zahlt man viel Geld, bis zu 1000 Euro für ein Xiaomi. Früher waren sie ja preisgünstiger. Also die sind schon im Premium, im guten Segment angekommen. Da würde ich sagen, wird es Zeit, dass Xiaomi diese Phase echt mal überdenkt, nicht so viele Bloatware draufpackt, weil was wir brauchen, nehmen wir uns. Und vor allen Dingen auch die ganze Werbung. Ja? Mensch, Cutter, da drüben. Die ganze Werbung hier mal entfernt. Ja, dass da halt nicht, weil du musst Werbung blocken im Handy. Da musst du in den einzelnen Xiaomi-Apps Werbung blocken. Das ist wirklich sehr, sehr belastend. So, aber wir packen das jetzt erstmal aus. Soll ja auch nur erst das erste Mal hier ein Hands-on sein. Also praktisch, ich will es mir nur mal angucken.
Installieren werde ich dann alles und dann werde ich später nochmal ein Video machen und euch alles zeigen. Oh, ich liegt erstaunlich, selbst ohne Case, erstaunlich gut in der Hand. Wir haben jetzt hier Tasten, wie immer. Aber hier ist jetzt nicht Fingerabdruck. Fingerabdruck soll jetzt praktisch hier drunter sein. Wir haben auch... Ja, wir haben hier auch schon eine Schutzfolie installiert. Wir haben jetzt hier komplett frei. Wir haben jetzt den SIM-Schlitten jetzt hier unten an der untere, an der Unterseite. Hier ist der USB-C. Hier ist Buchsen. Hier oben haben wir auch nochmal. Und hier haben wir dann noch Infrarot. Sieht man, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Das verbaut Xiaomi sehr gerne Infrarot und das ist auch sogar sehr gut. Dann könnt ihr euer Handy sogar als Multi-Fernbedienung für eure Heimgeräte benutzen. Fernseh, Receiver, alles Mögliche. Oder auch andere Geräte, die ihr im Haus habt. Das finde ich sehr, sehr gut. Hier hinten ist er natürlich schon... Ja. Das ist, glaube ich, so ja Glas hier hinten. Aber das ist schon nur vom Auspacken schon total verschmiert. In Schwarz sieht aber auch echt geil aus, muss man jetzt echt mal so sagen. Also es ist wirklich ein Hingucker. Ja, der Bildschirm soll jetzt 120 Hertz sein oder 144 soll ja schon. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf gar nicht. Wir schalten mal ein. Und gucken mal, wie viel Akku drauf ist. Wie gesagt, ein komplettes Video, also nach dem Einrichten und so. Jetzt mache ich auch noch ein Video und zeige euch, wie ihr die alten Apps, ja, die alten Widgets benutzen könnt, weil das ein bisschen versteckt. Und ich zeige euch auch, wie ihr komplett, also ich mache so ein Tipps und Tricks Video. Oh, MIUI 14, wie ihr Werbung blocken könnt. So, auf Deutsch. Größe, Standard, Größe. Wir nehmen... Ja, das nehmen wir jetzt. Wir sind in Deutschland. Ja, weiter. So, Nutzungsbedingungen zulassen. Hier sollte das jetzt eigentlich auch bei dem 13T Pro auch schon so sein, dass wir bei Cloud jetzt nicht nur die Xiaomi Cloud haben, wir sollten jetzt rein theoretisch auch die Microsoft Cloud, also OneDrive, zur Auswahl haben. Da habe ich nämlich was im Telegram gelesen, kann ich euch empfehlen. Xiaomi hat eine Telegram-Gruppe, wo immer aktuelle News kommen und so. Sehr informativ. ESIM aktivieren? Nö, wollen wir jetzt nicht. Netzwerk. Jetzt muss ich mich hier beim Netzwerk anmelden. Da muss ich erstmal meins nehmen. Nehmen wir erstmal das. Och Mensch, Kater. Verbinden. So, wir sind verbunden mit meiner Fritzbox. So. Und weiter. Smartphone wird vorbereitet. Ich habe auch noch keine SIM-Karte drin, also müsste eigentlich... Na gut, der fragt nach... Doch, der müsste nach Google-Diensten und alles fragen und nach meinem Google-Konto. Ich habe gedacht, man kann vielleicht vorher schon mal in die... Einstellen gucken, wegen Arbeitsspeicher und alles drum und dran. Apps und Daten kopieren. Ja. Nicht kopieren, weiter. Mensch, altes Gerät verwenden. Du benötigst dein altes Android-Gerät oder iPhone. Schalte es an. Achte darauf, dass es entsperrt bleibt. Akku ist 50%. Altes Gerät kann nicht verwendet werden. Moment. So. Ich habe jetzt mal in USB-C zu USB-C geholt. Oh, Kater, bitte. Jetzt nicht. Nachher können wir wieder. Hier ist mein Xiaomi 11T Pro. Und praktisch so eine Hülle in etwa. Die gleiche habe ich nicht nochmal gefunden. Ich kann jetzt hier rausmachen und zum Hinstellen. Hier ist auch ein Magnet drin. Das, was ich jetzt gefunden habe, ist hier ein bisschen ebener. Und dann kannst du das hier rausmachen in rund und dann kannst du das so her drehen. Ach, jetzt kann ich auch drehen. Wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. So,
Aber weil das T-Pro halt neu ist. So, weiter. So, jetzt müssen wir hier einmal den USB-C reinstecken. So. Und im alten auch den USB-C reinstecken. Ich muss jetzt aber erstmal das alte ein bisschen beiseite legen. Auch ich würde es auch gleichzeitig hier laden. Seht ihr das? Das ist fast voll, dann passt das ja schon mal. So, überprüfe. Anderes Gerät. So. Okay, und jetzt sieht das so aus. Das kann ich ja noch zeigen. Ja, wie gesagt, ich habe hier einfach nur ein USB-C zu USB-C-Kabel vom Monitor, was beim Monitor mit bei war, was ein bisschen dicker ist. Und so überprüfe das Gerät. Daten auf neu auf dein neues Gerät kopieren. So, hier haben wir jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Verwendungszweck USB. Keine Datenübertragung. Datenübertragung Android Auto und Foto. Wir machen, lassen das jetzt einfach mal Datenübertragung. Kabel getrennt. Überprüfen. So, jetzt sehen wir verbunden mit Xiaomi 13T Pro. Hier fragt er jetzt natürlich nach einer Anmeldung bei Google. Display-Sperre bestätigen. So. Jetzt muss ich mir erstmal hier meinen Fingerabdruck. So. Und hier wollen wir jetzt einfach sagen, kopieren. Ich weiß jetzt nicht, ich will mal testen, ob ich mich jetzt hier anmelden muss oder nicht. Oder ob das Einrichtung auf das. Ich glaube, ich muss mich hier mit meinen Google-Daten anmelden vorher. So. So, und weiter. Oh Scheiße, ich weiß jetzt mein Passwort gar nicht. Ich hatte das erst vor kurzem geändert. Ich glaube, das müsste das sein. Alle paar Wochen ändere ich das nämlich. Nee, das ist doch nicht. Dann könnte es das sein. Das ist es auch nicht. Wurde vor 12 Monaten geändert. Ach ja, jetzt weiß ich. Das scheint richtig zu sein. Ja. Sieht man hier was? Man erhöht meine E-Mail-Adresse, sieht man. Bestätigung in 2 Schritten. Ja. Wir wollen Ja tippen. Dann kommen wir natürlich beim alten Telefon hier an. Sagen wir, ja, das bin ich. Jetzt wird es hier freigegeben. Ich stimme zu. So, kopieren wird vorbereitet. Hoppala. Ich mache mal so, dass ihr das seht. Ich lege die mal nebeneinander. Das sieht jetzt natürlich hier ziemlich schmächtig aus, das 13T Pro im Gegensatz zum 11T Pro, weil ich habe ja diese dickere Hülle. Ja, kann ich euch auch mal zeigen. Die ist wirklich ein Stück dicker. Und die soll es halt schützen, weil hier sind Dämpfer drin, hier auch ist alles Gummi. Ja, das soll halt hier dämpfen. Also hier ist jetzt offen natürlich wegen dem Fingerabdruck. Aber hier sind Dämpfer, hier in den Ecken, hier überall soll es halt dämpfen, dass es halt, wenn es fällt, mir ist jetzt schon eins mal runterfallen, nicht gleich kaputt geht. Und so in etwa habe ich auch für dieses bestellt. Und das Panzerglas, was ich zurückschicken werde, weil ich es so in der Kombination nicht brauche. So, weil hier ist schon Panzerglas drauf und da warte ich lieber auf eine Kombination vom Panzerglas mit entsprechend für hier die Linsen oben. Ja, und greift dann halt in 1, 2 Monaten zu. So, jetzt fragt er uns natürlich, wir haben 40 GB von 383 GB. Wieso habe ich denn so viel? 140 Apps,
Kontakte, Fotos, oh, Fotos alleine 29 GB, Musik 28 MB, SMS, Geräteeinstellung, Anrufliste, Google Kalender, Kontakte, bla bla bla. Das wollen wir alles hier natürlich jetzt rauf kopieren. Ja, und dann sieht man halt die SIM-Karte. So. Kann ich jetzt Fotos? Könnte ich natürlich jetzt abschalten. Achso, nee, insgesamt sind 40 GB, was übertragen werden. Und ich habe dann noch 383 GB frei. Von 500 noch was? Nimmt das System denn so viel Gigabyte weg? Naja, okay, wir kopieren das jetzt einfach mal. Und jetzt fängt er an, jetzt hier 40 GB zu kopieren. Ihr könnt es natürlich auch über WLAN machen. So, jetzt fragt er hier natürlich Google-Dienste, Standard. Hier lasse ich alles wieder auf ganz normal. Updates installieren. So, jetzt fragt er hier natürlich nach. So, Suchmaschine auswählen. Da nehme ich Google. DuckDuckGo hatte ich eine Weile. Das würde ich jetzt hier mal wieder testen. Achso, ich kann nur eins jetzt auswählen. Google. Nova. Die kenne ich alle gar nicht. Brave hatte ich auch mal ein bisschen getestet. Wir nehmen den Google Browser. So. Bildschirmsperre. Gesichtserkennung. PIN. Verstanden. Ja. PIN. So. Start. Achso, ich muss meine Brille mal absetzen wahrscheinlich. Weiter. So, erfolgreich hinzugefügt. Gesicht 1. Odin. Odin. So, und dann sagen wir fertig. Brille wieder aufsetzen. Einrichtung fortsetzen. Weiter. So. Mit Google auf Assistent zugreifen. Stimme zu. Voice Match auf diesem Gerät aktivieren. Natürlich wollen wir das aktivieren. Ich stimme zu. Auf Assistenten zugreifen, ohne dein Gerät zu entsperren. Natürlich. Hier sagt er immer noch, du musst dein Gerät entsperren. So. Schnell per Smartphone bezahlen. Weiter, das wollen wir eigentlich nicht. Karte auswählen. Nee, geh mal rüber. Das wollen wir überspringen. Mensch, Karte weg hier. Mach mal. So, sonst noch etwas. Weitere E-Mail-Konten hinzufügen. Textanzeige ändern. Weitere App-Stores auswählen. So, dann wählen wir mal weitere App-Stores aus. Ach nee, weitere Apps. Google Home. Yes, alle okay. So, weitere E-Mails. Da wollen wir Google. Nee. Outlook. Office 365, E-Mail-Adresse, das machen wir auch später. Ne, dann lassen wir das weg. So. So. Jetzt können wir hier nochmal die Einstellungen für den Text vornehmen. Ich zoome euch jetzt dafür mal rein, dass ihr das so ein bisschen besser sehen könnt. So. Wir können jetzt natürlich die Schriftgröße hier ändern. Aber da bin ich mit der Schriftgröße eigentlich ganz zufrieden und wir können die Anzeigegröße ändern. Ja, das wäre jetzt die größte Anzeigegröße. Ja, und die kleinste wäre denn das. Ich würde gerne diese Anzeigegröße haben.
fett drucken. Finde ich auch schön. Ich werde das sowieso dann mit hohem Kontrast, ja, dass man das auch sehen kann. Aber meistens blende ich das dann später sowieso aus in den späteren Einstellungen. Aber dass man erstmal das sieht, wo man es ist. So, und weiter. So, jetzt werden die Daten kopiert. Seht ihr das? Ja. So, hier, Daten wird kopiert. Daten werden kopiert. Dauert noch etwa 12 Minuten. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und wir sehen uns in 12 Minuten wieder, wenn der das alles kopiert. 11 Minuten, wenn der das alles kopiert hat. So. Jetzt machen wir mal hier kurz. So. So, kopieren abgeschlossen. So, hier sagen können wir jetzt auch sagen fertig. Müssen wir kurz warten. Dies kann einige Minuten dauern. Na, warten wir hier einfach nochmal ab. So. Mal gucken hier. Ja, hier ist er fertig. So, hier ist er auch fertig. Alles aktiviert. Weiter. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Jetzt können wir das erstmal hier alle abstöpseln. Brauchen den USB-C-Kabel jetzt hier nicht mehr. Innerhalb von 12 Minuten haben wir das komplett kopiert. Geht schneller als mit WLAN. Na, ich muss hier das mit der Ansicht dann noch einstellen. Dann haben wir immer hier die Möglichkeit, die klassische Ansicht zu machen, also einfach weitermachen. Oder wir haben das, wo wir dann hier unten nach unten drücken und dann alles unten haben. Ich bevorzuge mittlerweile echt die klassische Ansicht. System wird vorbereitet, also Systemvorbereitung. Einen Moment. Oh, mein Akku ist bald leer. Aber das macht ja gar nichts. Wir haben nur 18%, also das hat ordentlich Akku gefuttert. Ich nehme einfach mein 120 Watt Netzteil. Ich habe hier eine Steckdose. So machen wir das einfach rein. So. Und ich müsste rein theoretisch auch noch ein USB-Kabel hier haben. Eigentlich rein theoretisch. Oder rein theoretisch auch nicht. Naja. Nehmen wir den originalen. Packe ich dann nachher wieder rein. So. Aber wir lassen den jetzt erstmal noch ein bisschen rödeln. Mit dem bisschen Akku, was wir haben. So, Einrichtung abgeschlossen. So, sagt da Vodafone. Moment, da muss ich wahrscheinlich Dual, SIM, SIM-Karte, weiter. Hallo, stell dich kurz vor. Ich bin männlich. Alter, Optimierung der Apps. Jetzt fragt mich Vodafone natürlich, welche Apps ich will. Otto kann ich installieren, das weiß ich. Oder müsste ja sowieso schon installiert sein. Oder, ne, wir können ja sicherheitshalber anklicken. So, fortfahren. Hier von den Spielen will ich gar nichts. Fortfahren. Amazon Musik, ja. Wetter.com brauche ich nicht. So, fertig, abschließen, überspringen, abschließen. So, jetzt müssen wir kurz warten. Oder? Ne, jetzt. So. Oh, er hat so ja mein Hintergrundbild mit übernommen. Und er hat die Apps aber
wie ihr seht, nicht so hingepackt, wie ich sie gerne hätte. Ja. Und dann haben wir hier halt dieses, dann werden wir erstmal rüber. Nee. Ja, das machen wir später im nächsten Video. So, WhatsApp haben wir auch hier, müssen wir dann halt, oder? So. Oh, WhatsApp bereinigt. Ich will WhatsApp nicht bereinigen. Google Maps. Also einige Apps funktionieren nicht. Ich habe mich aber bei Google angemeldet, also das ist... Was macht er denn? Google Play Store, Einrichtung abschließen, Vodafone. Okay, hier ist er, ist immer noch am Rödeln. So, dann können wir ja schon mal... Da sind die Google Apps, ausstehend... Okay. Da Einstellungen über das Telefon. Wir haben MIUI und es ist so eine Aktualisierung vorhanden. Die machen wir aber erst später. Und wir sind auf Android Version 13. Gerätename, Speicher. So. Und so, jetzt gehen wir mal. Hier haben wir dann auch zum Beispiel Sicherheit und Aktualisierung, die wir machen werden. Das sind die Xiaomi eigenen Sachen. Die kann er jetzt hier schon mal alle aktualisieren. Und jetzt gucken wir mal über das Telefon. Nee, das war es nicht. Warte, nee, das war hier über das Telefon. Da, Details und Informationen. Wir haben hier 12 GB RAM. Plus 3, die nimmt er sich vom System. Und bei Android-Versionen können wir hier, es gibt so ein kleines Easter Egg, ja, können wir hier bei Android-Version mehrmals klicken und dann sehen wir, hier ist jetzt eine Uhr. So, wir können auch so Kernelnummer, Kernel-Version, da ein paar Mal klicken. Dann haben wir hier die Testversion. Da können wir Vibration testen, Keyboard testen, LED, so. Ja. Backlight on. Ja, jetzt wird es halt heller, können wir hier einstellen, da. Dann off. Hier können wir off. Also hier, on. Und können wir halt die Intensität einstellen. Pass. Und dann haben wir hier dann auch noch mal, um den Rand alle zu testen. So. So. Dann können wir hier auch eigentlich rausgehen. Ihr könnt da alles Mögliche testen. Display, SIM, Vibration. Ja, also da könnt ihr alles Mögliche testen bei Kernel-Nummer. Ja? Also Kernel-Version. Was? Mui.
noch zack und bei MUI-Version ein paar Mal raufklicken, dann habt ihr die Entwicklereinstellungen. Dann könnt ihr nämlich hier auf Einstellungen und eigentlich war da unten irgendwo die Entwickleroption. So. Du bist bereits Entwickler. Aber das, oder ist es denn hier über das Telefon? Details und Informationen. Haben sie das jetzt woanders hingepackt? Oder habe ich es nur nicht gesehen? Daten, Apps, weitere Einstellungen. Ach, da haben wir sie jetzt. Entwickleroptionen. Also, neue MIUI ist ein bisschen verschachtelt. Jetzt haben wir das halt nicht unter Option, also unter Einstellung allgemein drin, sondern wir gehen auf weitere Einstellungen. Und da haben wir Region Deutschland und hast nicht gesehen. Und da haben wir dann hier auch die Entwickleroption. Und da könnt ihr unbekannte Quelle, Bildschirm aktivieren und was weiß ich einstellen. Ja. Oder, wartet mal, Entwickleroption. Was halt auch ganz interessant ist für euch, warum ich das überhaupt zeige. Demo-Modus, USB-Debug. Haben sie das rausgenommen? Oder ist das oben? Es gibt, also es, bei meinem 11T Pro gibt es in den Entwicklereinstellungen, Bildschirm aktivieren, Sperre, Bluetooth, gibt es einen Punkt, der nennt sich dunklen Modus erzwingen. Der müsste hier irgendwo drin sein. Layout anzeigen, RTL-Logo, kabellos, Berührung anzeigen. Nee. Diagnose, Layout anzeigen. Nee, das ist es nicht. Carlos, da muss ich nochmal gucken, wo das jetzt bei dem neuen ist. Jedenfalls gibt es da die. Oder vielleicht haben sie doch rausgenommen, aber hier ist ja MIUI 13 drauf. Also sollte es hier eigentlich immer noch drauf sein. Da kann man den dunklen Modus erzwingen. Das heißt, auch Apps, die nicht den dunklen Modus unterstützen. Ja, wie jetzt zum Beispiel Amazon. Ja, Oberflächen, Update, Layout, Anzeigen. Ja. Da muss ich nochmal gucken, wo das jetzt hier Display-Anpassung. Ne, hier ist es nicht. MSA erzwingen, Open, ja, Farbraum, USB. Ja. Ja, die haben hier so viel jetzt bei Entwicklereinstellungen reingepackt, dort sie hätten auch so Desktop-Modus. Moment. Apps, ja. So, aber egal. Vielleicht kann ich euch das ja mal zeigen. Haben wir hier Amazon drauf? Ne, haben wir nicht. Also alle Apps sind hier noch nicht drauf von mir. Kurios. Aber eigentlich sollten alle Apps kopiert werden. Ja, jedenfalls sieht es dann so aus. Amazon, so. So, Prime Deals, kommt jetzt halt logischerweise die Werbung. Und normalerweise ist das hier unten hell. Ja? Aber wenn wir jetzt hier aufklicken, auch hier die Felder, seht ihr alles. Wir haben hier den dunklen Modus erzwungen. Und ich kann hier nochmal gucken. Einstellungen über das Telefon. Nee, da ist es nicht. Achso, das war ja bei Einstellungen und dann weitere Einstellungen.
denn? Nee, hier ist es nicht. Expertenmodus. So, du bist Entwickler. Kann sein, dass durch das letzte Update das halt nicht mehr drin war. So, weitere Einstellungen. Entwickleroption. Entwickleroption an. Und müssen wir nur gucken, ob hier irgendwas angeschalten ist. Weiter für die Book. Wi-Fi Scan Enable. Das war doch aber hier drin, ey. Das ist Ewigkeiten her, Unschärfe, dass ich das aktiviert habe. Naja, da muss ich mir nochmal. Ich habe ja einen Strichpunkt gemacht. So, also im ersten Augenblick fühlt sich das selbst ohne schön an. Ist ein bisschen doof, dass hier die Apps nicht alle da sind. Hier ist auch gerade lahm. Ich mache mal jetzt sicherheitshalber doch mal Strom rein. So. So, jetzt seht ihr hier Schnellladen und so mit 120 Watt. Und schon sind wir gleich bei 17%. So. Einrichtung. Ach, da sind sie. Die Apps sind noch nicht alle da. Der ist da jetzt erst noch dabei. Eins von 173 Apps. Es kann noch eine Weile dauern, bis er das alles fertig hat. Wir haben auch eine Aktualisierung auf Android 14. Ich lasse das jetzt erstmal alles so durchrödeln und installieren, dass das so ist wie das, ohne das halt so hinzumachen, wie es ist. Nur, dass die Apps erstmal alle da sind. Und weil ich habe die Angst, dass wenn ich jetzt hier ein Update mache oder jetzt schon ein Update mache, dass das unterbrochen wird und die Apps nicht alle wieder da sein werden. Deswegen warten wir da jetzt einfach mal so ein bisschen ab, bis das hier alles fertig ist. Wir können aber noch mal auf Anzeige. Moment. So, können wir weitermachen. So, wir wollen den dunklen Modus. Den haben wir ja aktiviert. Uhrzeit für dunklen Modus einstellen. Jo. Nee, Uhrzeit für dunklen Modus wollen wir nicht einstellen. Wir wollen den immer haben. Weitere dunkle Modus-Optionen. Ach, dann haben wir es hier drin. Einzelne Apps. Einschalten, einschalten, einschalten. Da sind dann halt die Apps drin. Text und Hintergrund automatisch anpassen. Dann haben sie es jetzt hier reingemacht. Also vorher war es ganz normal in Optionen, dunklen Modus erzwingen. Dann war es bei Entwickleroptionen drin und jetzt haben sie es hier im dunklen Modus Optionen dann doch mal reingemacht. So, Helligkeit. Ich brauche es hell. Automatische Helligkeit wollen wir nicht. Sonnenlichtmodus wollen wir auch nicht. Ich mache das automatisch. Lesemodus. Ja, den haben wir klassisch. Ja, ich lasse einfach. So, klassisch. Zu wärmeren Farben wechseln, um am blauen Licht zu reduzieren. Ja, so haben wir sie nicht und so haben wir sie. Ich lasse erstmal so den Standard und dann kann man das später immer noch machen. So, Lesemodus aus. Zeitplan aus. So, dann haben wir erstmal das normale. Farbschema. Lebhaft. Gesättigt. Wir lassen das Standard drin. Wiederholrate. So, da haben wir dann regulär und hoch.
Standard passt die Bildschirmwiederholrate auf bis zu 144 Hertz auf Grundlage von Szenarien nicht an. Ausgewählt wird, und da können wir dann halt bis einstellen, aber wir lassen mal Standard empfohlen, dass er sich das auch teilweise selber einstellen kann. Da ist man eigentlich immer ganz gut mit bei. So, Schriftart. Zustimmen. So, da können wir jetzt hier natürlich, da müsste ich jetzt erstmal meine Daten eingeben und vielleicht sind ja auch meine Themen, die ich auf dem 11 habe, auch teilweise kompatibel, werde ich sehen. Das Gute ist hier bei Xiaomi, du kannst komplette Themenpakete runterladen. Du kannst aber auch unter Anpassen sagen, du möchtest aus dem Paket die Schrift, aus dem der Hintergrund, aus dem dit. Da kann man sich das alles selber anpassen, auch die Uhr. Das zeige ich euch dann alles auch noch. So, da wollen wir aber jetzt hier nicht. Schriftgröße, die ist okay. So, Bildschirm automatisch drehen, wenn Gerät VR-Modus. So. So, und dann haben wir dann hier zum Beispiel Themen, da haben wir dann die Standard und dann, wenn ihr mehr habt, dann könnt ihr auch mehr nehmen. Da könnt ihr dann die Hintergründe zwischen den Themen auswählen, Klingeltöne, hast du nicht gesehen. Also da ist ordentlich was zu machen. Ich würde gerne die Textgröße. So. Und ja, die lasse ich schon, die ist ganz gut. Bildschirm drehen. So. Benachrichtigung. Verbindungsgeschwindigkeit anzeigen möchte ich auch haben. Aus. Anbietername, da kann man dann jetzt SIM-Karte 1 und 2 auswählen, dass man das angezeigt haben möchte oder nicht. Ich lasse es mal angezeigt. Aktualisierungssymbol, Akkustandsymbol. Ich bevorzuge es eigentlich, wenn es nicht im Akku steht, sondern daneben. Ja? Also hier praktisch, da steht das dann daneben. Das sieht man besser, als wenn es da. Jetzt kann man besser sehen, als, ich kann es euch nochmal zeigen, so, als wenn es im Akku ist. Und dann geht es halt noch, hoppala, dann geht es halt auch noch ohne. Aber ich bevorzuge Akkustand, dass man es separat daneben sieht. Ja? Notch. So, da haben wir hier die Notch. Da können wir einfach oben in schwarzen Balken machen oder ausblenden. Ich habe es ausgeblendet, dass man die Kamera sieht. Finde ich persönlich schöner. Noch in einzelnen Apps. So. Notch in einzelnen Apps. Ja, da kann man hier automatisch oder halt sagen, dass man sie dann haben will oder nicht haben will. Das kann man sich anpassen. So, wie man gerne möchte. So. Display eingeschaltet, ein, so, und da können wir uns dann jetzt hier auswählen, was wir für ein, ja, immer an, wie es hier heißt, Display haben möchten. Was habe ich denn hier eigentlich? Also always on, achso, den Astronauten habe ich hier. Man kann auch einen Text machen oder was weiß ich. Ich nehme wieder den Astronauten. So, die Uhr lassen wir auch so blau anwenden. So. Schlafen nach 15 Sekunden. Also man kann halt sagen, wie lange das Always On an ist, um Akku zu sparen. Blick erkennen, ja. Gerät anheben, dann wird auch der Always On aktiviert. Tippe um doppelt um aufzuwecken oder Bildschirm an. Ja, Doppelklick, da habe ich mich auch dran gewinkt, tak, tak. Uhrzeitstil auf Sperrbildschirm und da können wir jetzt den
Uhrzeitstil auf dem Sperrbildschirm, also nicht das Always On, also wenn ihr einmal anmacht und das so seht, dann könnt ihr dann halt auswählen, welche Uhrzeit ihr wollt. Ich persönlich bevorzuge eigentlich diese Variante mit dem leichten, man kann das Donnerstag immer noch erkennen. Oder früher hatte ich halt das oder auch mal das. Ja, aber ich finde das momentan gerade eigentlich ganz interessant. Nutzerinfo für Sperrbildschirm. Ne, ist nicht Josies Android. So. Ach so, da kann ich dann wieder diese... Ach so, Joes Android. Da kann man dann halt hier... ist Odins Handy. Meldet euch da und da. So. Kann man nochmal gucken. Ist aktiviert. Kamera starten. Leise Taste zweimal bestätigen für Kamera starten. Taschenlampe, Berührungstaste, Gesten sperren, wenn sich Ihr Gerät in einer Tasche befindet. Jo, das wollen wir auf jeden Fall. So. Und dann haben wir das eingestellt. Müssen wir mal gucken, wo wir den hohen Kontrast hier noch machen können. Oh. Ja. Nee. Mal doch. Oh. Text mit hohem Kontrast. So. Text mit hohem Kontrast wollen wir nicht mehr. Automatisch auf Lautsprecher umschalten wollen wir aber. Anzeigegröße. Hier können wir dann nochmal. Ja, so. Können wir dann hier jetzt. Achso, das sind die verschiedenen Anzeigegrößen. So, wir lassen. Wir lassen XS. Nee. S. S. Wir lassen S. Wir lassen S. S. Vergrößerung können wir auch noch anmachen, wenn wir wollen. Dann können wir das mit zwei Fingern so auseinanderziehen. Brauche ich jetzt nicht. Das funktioniert im Browser. Das reicht mir aus. Farbkorrektur. Da können wir dann die Farbenkorrekturen. Brauche ich jetzt auch nicht. Farbumkehr. Können wir Farben umkehren. Also aus dunkel-weiß machen oder so. Farbumkehr aktivieren. Ja, abbrechen. Brauchen wir jetzt nicht. Dann wird es von dunkel wieder in hell. So. Text mit hohem Kontrast. Ja, dann sind sie halt heller, reicht so aus, weil grau soll ja grau sein. Ein Talkback, da wird uns angezeigt, also wird uns erzählt, was wir machen. Vorlesen wollen wir auch nicht, ja, Talkback. Talkback aktiviert. Willkommen beim aktualisierten Talkback, Seite 1 von 4. Medienlautstärke-Regler angezeigt. Zum Schließen nach oben wischen. Erweitern. Zurück. Schließen. Schließen. Weiter. Schaltfläche. Übersicht. Zurück. Startbildschirm. Schaltfläche. So, Lautstärke-Regler angezeigt. Zum Schließen nach oben wischen. Und jetzt müssen wir halt laut und leise für 3 Sekunden gedrückt halten, um da rauszukommen. Lautstärke-Regler ausgeblendet. Medien-Lautstärke-Regler angezeigt. Oder? Zum Lautstärke Schließen nach plus, oben minus wischen. Für 3 Sekunden gedrückt halten. 1, 2. Talkback aus. So, dann können wir hier schließen. Also Talkback brauchen wir jetzt nicht. Und vorlesen ist. Verknüpfung für Vorlesen. Ja, da können wir dann halt eine Verknüpfung machen. Der Dienst führt diese Aktion aus. Bildschirm an, steuern. Und dann kann man halt auch mit Tasten und so machen. Ich mache das alles immer über einen Übersetzer. Dann weiß man, dass da halt nicht so viel angeht. Was nicht angehen soll. So. Das Wichtigste ist für euch, wenn ihr
jetzt euer Handy soweit eingestellt habt. Ja, die Apps kommen jetzt nach und nach hier alle rauf. So, jetzt kommt das Wichtigste. Ihr geht einmal, falsch, ist ja hier, Einstellungen. Dann geht ihr auf, da kommt drauf an, bei manchen steht Fingerabdruck und Passwort oder was weiß ich. Hier steht Passwort und Sicherheit. Ja, das ist halt mit diesem lila Knopf, mit dem lila Icon hier. Da müsst ihr rauf. Da geht ihr einmal rauf. Dann geht ihr nach unten. Autorisierung und Widerruf. So. Und dann habt ihr gleich das vierte, 1, 2, 3, vierte von oben, MSA. Das müsst ihr ausschalten. Da müsst ihr jetzt kurz warten. Hier läuft jetzt gerade eine Zeit ab. Ich zoome mal ran. Das ist für die meisten Werbeeinblendungen in den Xiaomi-Handys verantwortlich. So, jetzt müsstet ihr euer Handy neu starten, damit es übernommen wird. Geht danach nochmal rein, um zu überprüfen, ob es auch wirklich übernommen wurde. Weil manchmal wird es nicht ganz übernommen. Genauso wie wenn ihr ein Update macht. Da wird es auch manchmal wieder eingeschalten. Ihr habt aber jetzt trotzdem nicht alles werbefrei. Also für die, zum Beispiel hier My Video App. Also Mi Video. Ja? Überspringen, zustimmen. So, das ist jetzt diese Mi Video App. Ja, da gehen wir auf darauf. Und dann gehen wir hier oben. Benötigen zu. Ablehnen. So. Und dann haben wir hier auch irgendwo Werbung. So. Das ist halt immer doof, dass sie das halt immer woanders hinballern. Anmelden, laufen, Einstellungen, nach Lokalen, heute beliebt. Warte mal, das Bild im Bild, auch noch eine Erinnerung. Ja. Datenschutzerklärung, genau. Weiter, 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 mehr. So. Manchmal ist es nämlich dahinter versteckt, dass man das erstmal sehen muss. So, Datenschutzerklärung. Abbruch. Hier ist es nicht. Widerruf und Freimeldung. Du bist dabei, die zusammen Datenerklärung von mir widerrufen. Jupp, wollen wir widerrufen. So, und dann gehen wir nochmal rein. Überspringen. Beenden. Fortfahren. Und dann Optionen. Ja, na hier ist es jetzt gerade nicht. Dann nehmen wir uns halt die nächste Xiaomi eigene App. So. Wo haben wir denn noch eine Xiaomi-App? Hier, da zum Beispiel. So. Werbung anzeigen. Hier haben wir dann zum Beispiel. Da ist er direkt ein Schieberegler. Zack, ausmachen. Dann werdet ihr da schon mal von Werbung befreit. Manchmal ist er halt in so einer Unterkategorie. So, Wetter. Mi Store. Akzeptieren. So, die drei Punkte. Da müssten wir uns dann anmelden jetzt erstmal. So. Und dann haben wir auch noch, können wir gleich mal überprüfen. So, da sind jetzt die Fotos. Ich weiß jetzt nicht, was man hier sehen darf, weil die Kleine ja mit bei ist.
Speicherplatz freigeben, Einstellungen. So, und hier haben wir jetzt zum Beispiel, gut, wir sind jetzt noch nicht auf, so, jetzt sind wir bei der Xiaomi Cloud, also wir sind ja noch nicht auf Android 14. Da sollte es denn so sein, dass wir auch OneDrive zur Auswahl haben. So, was haben wir denn hier noch? Notizen. Hier Musik. Das ist eure Musik-App. Datenschutz. Also. Das ist halt, dass ihr die Musik, die ihr auf eurem Handy habt, hören könnt. Aktualisieren. Jetzt lädt er gerade die Aktualisierung runter. So. Und auch da gehen wir jetzt erstmal nochmal raus, wieder rein. Und dann hier oben die Schieberegler, Einstellungen, Videos abspielen, machen wir nicht. Version, dunkler Modus an, weil manchmal kann man das in den Xiaomi-eigenen Apps nochmal separat. Warum das nicht gleich immer an ist, obwohl man den dunklen Modus haben? Einfach das Einstellungen nach Größe, Anzeige, Online-Personen, Online-Content-Service, Schlafmodus. Kopfhörer nach Größe. Ja. Erweiterte Einstellung. Ja. So. Haben wir denn hier noch irgendwo eine Xiaomi-App? Ja, wird langsam voll. Scheiße, also das ist auch was doofes, dass er das nicht gleich so kategorisiert drauf macht, wie ich es gerne hätte, also so wie es auf dem anderen Handy war. Da brauche ich wieder Ewigkeiten, um das alle zu sortieren. Ich finde jetzt hier keine weitere Xiaomi-App leider, aber ihr habt es ja anhand der einen Xiaomi-App gesehen. Und wie gesagt, nach einem Neustart, also erstmal Neustart gucken und dann wieder reingehen, dann sollte in der Regel alles okay sein. Dann einmal so machen. Also, und dann könnt ihr hier zum Beispiel Hintergrund, wollen wir jetzt nicht, Widgets, will ich euch noch zeigen. Und da habt ihr hier diese Standard-Widgets. Ja? Ihr geht dann einfach ziemlich weit runter, wenn es hier genau noch so ist wie bei dem anderen, also bei dem 11. Nee, ist es hier nicht. Also wenn ihr verschiedene Designs habt, dann könnt ihr natürlich auch die, wo haben wir denn, hier oben. So, hier habe ich jetzt praktisch Uhr mit Wetter. Das sind diese drei Standarddinger. Wenn ihr verschiedene Designs oder Themes installiert habt, könnt ihr auch von den einzelnen Themes, könnt ihr die auch auswählen. Oder hier nur Wetter, ja. Das ist ein bisschen, also da haben sie schon verbessert im Gegensatz zu der Version beim T11, dass man das jetzt alles schön drin hat und nicht wieder ewig suchen muss. Weil ich habe immer diese Version. So. Mit der Uhrzeit und dann dem Wetter. Ja, die Version habe ich immer drauf. Irgendwo in der Mitte und dann habe ich halt von da ausgehend, das ist dann der Home-Bildschirm, ja, und von da ausgehend dann immer nach links meine Smart-Home-Apps und nach rechts, also vom der Hauptbildschirm ist dann halt gecleant. Da habe ich hier unten nur die zwei, drei wichtigsten Sachen, die ich immer mal rufen muss, E-Mail oder so, und dann halt einmal rüberwischen, weil man kann ja, wenn man doppelklickt oder hier in der Mitte den Power-Button, ach Quatsch, hier oben, den Einschaltknopf einmal kurz drückt, kommt man immer zu diesem Hauptbildschirm. Den kann man sich einrichten. Und da habe ich mir den Hauptbildschirm so eingerichtet, dass praktisch das ist auf der dritten Seite. Auf der ersten Seite sind Einstellungen, Standard-Apps, alles so, was, Videos, Fotos und so die Standardsachen halt. Und die Standardsachen von Google, also den Ordner für Google, für Xiaomi und für Vodafone. Dann auf der zweiten habe ich dann
Was habe ich da? Ach so, ja, Facebook, die ganzen Messenger-Ding. Nee, Quatsch, die habe ich doch da gar nicht. Die habe ich noch. Die, nee. Auf der zweiten Seite habe ich meine ganzen Smart Home-Sachen. Ja, die brauche ich ja nicht so oft, weil meistens gebe ich es ja mit Amazon, mit Alexa ein. Und deswegen habe ich auf der zweiten Sache die ganzen Smartphone-Sachen. Auf der dritten Seite habe ich dann meine ganzen YouTube, Twitter, die ganzen Social Media, wo man dann mal drauf zugreifen kann. Auf der dritten, auf der nächsten Seite, auf der vierten habe ich dann alles leer. Habe halt nur meine Uhr mit Wetter und habe halt hier unten Wetter-App, Sport-App, also so die wichtigsten Apps oder Tanken und sowas alles. Die wichtigsten Apps hier unten, vielleicht so ein Ordner, dass man eine größte hier halt leer hat und das Bild auch sieht und dass es halt aufgeräumt aussieht. Und auf dieser Seite habe ich dann die ganzen Shopping-Apps. Da habe ich dann halt Ordner für normal einkaufen, online, also normal, also Lidl Plus App, Lidl, Penny, Netto, Deutschlandkarte, Payback, whatever. Also für die ganzen normalen Läden. Und auf dem zweiten Ordner habe ich dann, im zweiten Ordner habe ich dann die ganzen Online-Shops, Amazon, eBay hast du nicht gesehen. Im dritten habe ich so mit Tankstellen und Preisvergleich und dann hier unten habe ich dann noch Polen, also ein Ordner, wo dann halt, einen Ordner für McDonald's und so habe ich auch noch und so Liefer-Apps und dann habe ich hier noch ein, nee, da habe ich nur McDonald's drin, nee, da habe ich bei normal Online-Kaufen mit drin. Lieferdienste habe ich ja alle gar nicht mehr. Dann habe ich, McDonald's und Währungsumrechner und was war noch? Na, und noch irgendwas für Polen, also Bridonka für Polen. Und dann halt so hier so die wichtigsten und dann habe ich dann eine Seite weiter die ganzen anderen Apps, die man eigentlich so selten mal braucht. Habe ich denn da und so habe ich mir das halt sortiert. Ja. Aber wir sind jetzt hier noch dabei. Wir sind jetzt bei 90 oder 91 von 173 Apps. Wir sind auch schon bei 79% Akku. Ja. Können wir, seht ihr ja, hier ist er ordentlich am Rödeln. Und ich würde sagen, wir lassen den jetzt einfach mal rödeln. Ich muss dann auch Thema und das alles wieder aktualisieren muss, denn wenn alles eingestellt ist, hier auch die SIM-Karte wieder tauschen, aber erstmal lasse ich das noch und nimm dit, dass ich dann hier noch Anrufe entgegennehmen kann und mach dann hier erstmal, stell das erstmal ein, da brauche ich mindestens noch bis morgen Abend oder so die Apps alle dahin machen, wo sie hin sollen und verschieben machen, tun, Klingelton einstellen und alles so machen, dass es so ist, dass es mir gefällt. Und gucken auch, dass die Bank-App und alles vernünftig funktioniert. Wenn die nicht funktioniert, brauche ich auch gar nicht die SIM-Karte tauschen. So, und wenn das alles dann funktioniert, dann tausche ich hier von die SIM-Karte auf das Handy. Und dann habe ich das 13T Pro im Einsatz. Wie gesagt, das Case, das müsste in 1 bis 2 Wochen kommen. Da habe ich jetzt erstmal noch das Standard-Case. Das werde ich auch immer benutzen. Panzerglas ist ja schon nicht so wirklich drauf. Da ist jetzt erstmal nur eine Schutzfolie drauf. Die lasse ich auch so lange drauf, wie es geht. Wenn die sich irgendwann lösen sollte, dann mache ich Panzerglas drauf. Vielleicht mache ich auch über die Schutzfolie noch Panzerglas. Hat ein Kumpel von mir gemacht und der hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, und dann würde ich sagen, ach so. Wir sind ja hier noch nicht fertig. Ich wollte euch ja noch was zeigen. So, dann machen wir das einfach mal so. So, wie gesagt, die Widgets haben wir. Dann haben wir hier noch die Einstellungen. Wir haben den Übergangseffekt. Da können wir dann aussuchen, wie es aussieht. Also einfach so. Also ich erkenne hier eigentlich keinen Unterschied zwischen den beiden. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Swipen und so was. Ich habe eigentlich den. So, dann haben wir Text nicht anzeigen. Das sieht dann so aus. Da müssen wir kurz warten. Dann sind die Apps alle ohne Text. So habe ich es eigentlich in der Regel immer. So. Aber ich lasse es jetzt hier nochmal an, dass ich halt auch vernünftig sehen kann, welche App was ist, weil manche Symbole jetzt neu sind. So.
mache ich dann, wenn alles fertig ist. Wir können von 4 zu 6 zu 5 zu 6 umschalten. Was habe ich hier? Ich habe 4 zu 7. 4 zu 7 habe ich hier. 4 zu 6, 5 zu 6. Nein, ich lasse den 4 zu 6. Das ist dann halt, oh Gott, das hat wahrscheinlich was mit der Größe zu tun. Müssen wir mal gleich kontrollieren. So, Platz von deinstallierten Apps auffüllen, Änderungen nicht zulassen. Da kann man dann halt so speichern und also wenn alles dann so ist, dann macht man das rein und dann kann man nicht keine Apps mehr verschieben und so. Das ist halt auch ganz gut so. Google Discover brauche ich nicht. Startbildschirm klassisch. Na, da kann man auch sagen hier mit App-Schuber. Das ist dann halt, dass es nach oben geht. Light-Modus ist halt wirklich light, aber ich habe halt klassisch. Auf dem Startbildschirm nach oben wischen zum Öffnen der Suche. Das lasse ich an, das ist eigentlich ganz okay. Zeige ich euch auch mal. Das sieht dann so aus. Dann kommen wir hier zur Suche. Ich habe ja hier noch nichts gesucht, denn... So. Warte mal, ich gehe nochmal raus. So, wie groß habe ich denn hier die Apps? Die habe ich hier so ja ein Stück größer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, das wird knapp. Das wird sehr knapp, wenn ich hier nur... Da fehlt mir eine komplette Reihe. So. Ja, das wäre dann halt so. Ah, guck mal an. So. Ja. Aber hier habe ich... Hier sieht es auch kleiner aus. Die Schrift ist kleiner. So, wenn wir nochmal... So. So, mehr. Entspannt, ausgeglichen. Ne, lassen wir einmal. So. Tastennavigation. Da haben wir dann hier Tasten. Also das sind die, die hier unten eingeblendet sind. Wir können aber auch Gesten einstellen. Ich hab's lieber mit Tasten. So. Änderung nicht zulassen. Symbolgröße. Da können wir jetzt hier mal gucken, wo habe ich denn hier eingestellt. Das müsste auch mal übernommen werden, dass man das dann halt, na, dass das halt komplett so übernommen wird. Mehr. Einmal hoch im Gesicht zeigen, entsperrt. So, Symbol Größe. Ah, habe ich ganz groß. So. Und danach Standard. Wir können auch hier. Wir lassen Standard. So. Und dann haben wir hier auch drunter. Wenn wir hier anklicken. Ja, wir haben hier wirklich nur 4 zu 6, 5 zu 6. Und hier haben wir halt auch 4 zu 7. Was halt sehr kurios ist. Die Schrift ist hier vielleicht etwas größer. Wir werden mal die Schrift einstellen. Da. Schriftart. Anzeige. Wo war denn jetzt wieder Textgröße hier? Textgröße L. So, dann gucken wir mal hier nach.
Und zwar Einstellungen. Text, Größe. Anzeige. Achso, hier haben wir auch nochmal Textgröße. Da haben wir S. Hier haben wir L. Hier machen wir ohne ins weniger auf S. So. Und dann gehen wir hier zurück. So, jetzt muss ich erstmal die Textgröße anpassen. Jetzt machen wir so. So. Nee, es bleibt bei 4 zu 6 oder 5 zu 6. So, machen wir mal 5 zu 6. 1, 2, 3, 4. Ah, das sieht mir zu dicht aus. Also das ist mir zu. Ja. Symbolgröße. Haben wir auf die Hälfte, dass da so ein bisschen Lücke ist. So. Ja, muss ich es halt damit ausgleichen, dass ich hier nicht vier, sondern fünf Symbole habe. Obwohl, da müsste ich halt eine Karteikarte mehr machen wahrscheinlich. 4 zu 6, 5 zu 6. Ich mache nochmal 4 zu 6. Ja, nee, ich lasse 4 zu 6. Sieht besser aus. Dann habe ich halt eine Anzeige mehr. So, mehr. Gucken, ob das jetzt geklappt hat. Ja. Ihr seht, es geht jetzt nicht mehr rüber zu diesem komischen Anzeigeding. Das können wir auch löschen. So. Hier müsste er ja dann auch bald fertig sein. 171 von 173 Apps, zwei Installationen fehlgeschlagen. Updates verfügbar. Machen wir alle Updates. Android-System. So. Keine schädlichen Apps. Okay. Hat er so gleich fertig mit dem Laden. Hier macht er auch die Updates. Oder von Appbox kann man schließen. Dual-SIM machen wir später. Hotspot-Einstellungen. So, kann man an- und ausschalten. Müssen wir nur gucken, wo war das da? So. Einrichten. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Moment. Ja, Passwort ist gut. Hat er gut übernommen. Das können wir so lassen. Da muss ich im Auto nämlich nur nachdem alle drauf und es ist nämlich wieder irgendwas verloren gegangen. So. Na komm. So. Also das hat er alle gut übernommen mit dem Code. Aber das hier, das. Nee. Es gab doch mal die Möglichkeit. Simon's Cat. Ach, ich spiele die alle ja nicht mehr, ey. So, es gab doch mal die Möglichkeit,
Alles zu löschen. So. Ah, hier haben wir jetzt die Möglichkeit mit den, was jetzt neu ist, dass wir halt die Symbole anpassen können und dann halt den so halt in so einen großen Ordner verwandeln können. Na. Na, dann verschwindet der Ordner natürlich auch gleich. Können wir auch gleich mal hier durchkicken. Oh Gott. Der hat einige Sachen hier drauf, die er eigentlich... Hier sollte eigentlich ein Bild haben. Cookies akzeptieren. Das ist es nicht. Warum ist es das nicht? Das war doch. Smartphone überprüfen. Ja, das bin ich. Jetzt hat er halt zu oft versucht, das Passwort einzugeben. Ach, das ist jetzt die andere E-Mail-Adresse. Ah, okay. Gut, da ist dann natürlich ein anderes Passwort. Entfernen. Ja, da können wir hier. Das sind Lesezeichen wahrscheinlich, was er sich hier hinballert hat. Warum auch immer. So. Ich finde die Apps aber trotzdem ein bisschen klein. Ich muss das doch nochmal ein bisschen anpassen. Symbolgröße. Ja, machen wir doch mal auf das Größte, ja. Ich mag das nicht, wenn die Symbole so klein sind. Oh, auch für dicke Finger geeignet. Uha, da habe ich ordentlich zum Sortieren. Finde ich auch sehr schön. Muss ich hier dann auch wieder umräumen. Machen wir dann einfach so. Und das Wichtigste ist für mich halt die Taschenlampe, dass die nach vorne kommt. Bluetooth natürlich auch wichtig. Stummschalten. Mit dem Drehen. Bildschirmaufnahme. Auto. Google Home, Bildschirmaufnahme, weil mache ich ja auch schon mal ab und zu, den Scanner, nicht stören, dunkle Modus,
Standort. Was haben wir hier unten noch drin? Heat. Ja, dahin. Leistungsmodus, den kann man ja mal testen. Telefon auch schon, Speicher. So, und dann brauche ich jetzt hier noch Ultraenergie sparen und Energie sparen. Ah, den Lesemodus muss ich noch nach oben packen. So, nee, noch eins höher. So, Lesemodus. Speicher. Ich bin ja meistens sowieso da. Irgendwo in der Nähe. Bildschirm. Schneiden. Google Home. Muss noch ein Stück nach vorne. Standort. So, dunkler Modus. Kommt zu Speicher. So. Energiesparen und Ultra-Energiesparmodus kommen noch davor. So, und so könnt ihr euch das dann anpassen. Achso, Dolby war noch. Dolby muss ich noch nach oben packen. So. Tada. Taschenlampe, Bluetooth. Ah, Hotspot. Ich wusste, hier fehlt was. Mobiler Hotspot. Hotspot. So, der muss nach oben. Dolby muss nach unten. So, Glocke kommt nach da. Bluetooth, mobiler Hotspot. Ah, mobile Daten. Mobile Daten, Speicher, Lesen, Speicher, dunkler, Scannen, Bildschirm, Google, Standort, Bildschirm, Ultra, nicht stören, Speicher, MiShare, Cast, Leistungsmodus, Mi-Fernbedienung, Telefon. Achso, die mobile Daten haben sie hier rausgenommen, wa? Hotspot, stumm, Bluetooth, Taschenlampe. So, Taschenlampe, stumm. Ja, genau so muss es sein. Dann haben wir hier Dolby. Dolby, Scanner. Ich mache das jetzt einfach so, wie es bei meinem anderen ist. Energie und so, dann Dolby. Dann automatisch drehen. Das kann man auch manchmal gut gebrauchen. Ach nee, Lesemodus muss noch davor. Scannen, automatisch drehen, Speicher, dunkler Modus. Davor muss noch Energie sparen. Ultra-Energiesparen und die anderen sind eigentlich vollkommen egal. Taschenlampe geht an. Stumm. So. Bluetooth. Ja, gucken wir mal, ob wir da auch hinkommen. Mobiler Hotspot. Jop, das ist das. Da sieht das Symbol jetzt ein bisschen anders aus. Dolby ist an. Lesemodus. Dann wird es ein bisschen gelb. Ja, könnt ihr so sehen. Dann ist es halt nicht mehr so kraftvoll von der Farbe her. So. Dann Scanner ist halt Scanner. Dann automatisch drehen, damit wird es ausgeschaltet, damit es sich automatisch dreht. So, dann haben wir hier oben Speicher, da kommen wir dann zum Speicher. Weiter zulassen, Zugriff auf deine Daten. So, das ist halt der Speicher vom Telefon, dann kann man halt hier alles auslesen, gucken und dann kommt man halt, ja, zu seinen Daten und dann Energie spart und dunkler Modus ist ja an. Standort seht ihr auch, dass an ist. Ja, und dann hat man so die wichtigsten Sachen drin.
Was halt noch wichtig ist für mich, ist, der Browser muss hier raus. Der Browser muss da raus und Nachrichten müssen da raus. Telefon kommt. Achso, geht der jetzt nicht? Wird der denn immer zentriert? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo er ist. Der Google Chrome. Der Google Chrome. Da haben wir ihn. Der muss hier rein. So, und dann brauchen wir noch WhatsApp. Das muss auch da unten rein. Das ist für Familie. Und normale sind nämlich nur noch Telegram. So, und dann haben wir das. Und dann muss ich das hier alles noch einstellen. So, müssen wir kurz gucken. Ja, hier können wir dann auch noch suchen. Melden Sie sich bei Ihrem Xiaomi-Konto an. Ja, das muss ich am PC machen, da muss ich gucken. So, 13 Spiele hinzufügen. So, da muss ich dann halt noch da entfernen. Yes. So, dann haben wir hier. Moment. Microsoft. Achso, das ist der Code. Google, dass ich halt hier drüber bin. So. Was haben wir hier? MMS 9, ja. Wiederherstellen. So, fertig. Synchronisieren. Bitte warten. Hallo Odin. Los geht's. Private Adresse aktualisieren. Hey Google, wie geht es dir? Ich fühle mich positiv geladen. Was wollen wir zusammen tun? Na, siehst du, haben wir doch. So, ich stimme zu. Aktiviere Voice Match. Use. Hey Google. More. Ich stimme zu. Auf Assistent zugreifen, ohne Gerät zu entsperren. Zustimmen. Yep. Google Play Pay einrichten. Nein. Fertig. So. Jetzt haben wir alles gemacht, so wie er uns das gesagt hat. Jetzt können wir hier nochmal bei Anzeige und die Helligkeit einstellen und alles. Helligkeit. Ja, aber ist halt schön hell. Lesemodus aus. Farbschema. Farben je nach Anzeigetyp innerhalb der Anzeige. Farbe immer. Original. Na, das sieht doof aus. Ja, so sieht schon ein bisschen besser aus. Aber da haben wir dann halt diesen adaptive Farben. Ja, das wollen wir nicht. So. Standard. So. Ja. Ich muss mir erstmal dran gewöhnen, weil ich diesen Gelbfilter mal hatte. Den wollte ich ja diesmal nicht mehr machen, aber jetzt ist weiß-weiß und so. Jetzt sieht alles schicki aus. So. Alles weg. Und jetzt gucken wir über das Telefon. Update. Herunterladen. Und jetzt machen wir ein Systemupdate. MIUI 14. Na, mal gucken. So. Ja, das war's für das Einrichten. Wie gesagt, Einrichten ist ja noch nicht komplett fertig. Wir müssen halt wirklich noch die Apps dahin schieben, wo alles hin soll. Und dann mache ich auch noch später nochmal, wenn es gewünscht ist, ein kurzes, knappes Video und zeige euch nochmal, wenn ich die ganzen Xiaomi-Apps sortiert habe,
wo ihr die Werbung deaktivieren könnt. Dieses MCU ist ganz wichtig. So. Ja, das sieht da. Aktualisieren, 6%. Ja, dann lassen wir mal machen. So, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten. Ist keine Review. Ist einfach nur ein Hands-up. Einrichten von meinem neuen Smartphone. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass wieder hier irgendjemand schreibt, was ist denn das für eine Review? Es ist keine Review. Es ist nur das erste Benutzen und Einstellen von meinem neuen Smartphone. Mehr nicht. So. Aber bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.